Okay, herzlich willkommen zu diesem neuen Schalke-Update. Ihr seht es schon, ich habe heute Besuch. Der gute Thiele ist heute hier bei uns im Schalke-Update zu Gast. Und ja, ich habe mir fürs 500-Abonnenten-Special habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar möchte ich gerne ein Quiz veranstalten. Das soll also das erste Quiz wirklich sein auf diesem Kanal, und Thiele hat sich netterweise wirklich dazu bereit erklärt, der erste Teilnehmer zu sein. Finde ich richtig nett von ihm, finde ich richtig cool. Und ja, wer Thiele nicht kennt, Thiele hat seinen eigenen Kanal, beziehungsweise er hat sogar drei Kanäle. Die kann er uns gleich auch noch mal kurz sagen, was er dort genau macht. Jedenfalls hat er drei Kanäle. Unter anderem hat er auch die Rubrik, was für uns natürlich sehr interessant ist, Thieles Schalker auf seinem Kanal Kick-Off, und da informiert er uns über ja alles Mögliche, was auf Schalke letztendlich los ist und was da Möglichkeiten sind. Er macht Analysen und ja, ist da wirklich, also ich bin Stammzuschauer bei ihm, und das kann ich euch eben nur wärmstens empfehlen. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Thiele. Danke dir. Also erstmal danke für die lobenden Worte und auch danke, dass ich dabei sein darf. Wir hatten ja jetzt schon öfters mal vorgehabt, was zusammen zu machen und hatten das auch schon ein bisschen geplant. Und jetzt halt durch deine Zuschauer mit dem 500-Abonnenten-Special war ich natürlich sehr, sehr gerne dabei, weil eben auch auf meinem Kanal Kickoff-Fußball-Quiz immer ein Thema ist und deswegen das auch sehr, sehr gut reinpasst. Und hier bei euch bin ich ja auch sehr aktiv als Zuschauer selber, deswegen freue ich mich drauf. Und ja, wer mich noch nicht kennt, Kickoff ist mein Hauptkanal. Da geht es um Fußballunterhaltung, mittlerweile auch viele Livestreams, und dadurch entstand auch mein Drittkanal mittlerweile MT7, wo so ein bisschen Stream-Highlights kommen und dann noch Bundesliga aktuell, wo wirklich viele News der Bundesliga sehr, sehr frisch reinkommen. Und ja, deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne vorbeischauen, aber die volle Ladung Schalke findet ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr gut hier bei Kesti. Und ich würde sagen, in diesem Sinne freue ich mich auf dein Abonnenten-Special und vor allen Dingen auf das Quiz, was ja rund um Schalke logischerweise wahrscheinlich sein wird. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie ich dort abschneiden werde. Jawohl, klasse, super. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, es ist das erste Quiz, aber ich denke mal, du wirst auf jeden Fall gut abschneiden. Und wenn du alle Fragen richtig hättest, nachher wäre es ja auch langweilig. Aber nochmal, es ist für wirklich ein Quiz für Schalker, und das sind wirklich Fragen, die ich jetzt stellen werde, die ja, die, ich sag mal, für einen Schalke-Fan eigentlich ganz gut beantworten zu ja, beantworten zu sein müssen. Und ja, deswegen, das wird auf jeden Fall ein Spaß, denke ich. Ich bin Okay, gespannt. ja. Thiele, wunderbar, cool. Sag mal, Thiele, Frage 1. Wie hieß Schalke eigentlich bei seiner Gründung? Boah, die Frage, jetzt geht's schon gut los. Ja. Ich muss echt sagen, so geschichtlich bin ich wirklich schlecht. Ich Okay. weiß nicht, ich würde eigentlich mal tippen, dass sie da schon FC Gelsenkirchen Schalke 04 hießen. Es ist mein Tipp, könnte ich mir vorstellen, ob es so ist, aber ich glaube es einfach mal, dass sie da schon hießen, wie auch heute noch im offiziellen Namen. Ja, die Frage ist leider falsch. Ich muss vielleicht noch mal hinzusagen, oder beziehungsweise ich frage dich jetzt einfach mal, vielleicht willst du es ja auch gar nicht sagen, Thiele, wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin nämlich 19, deswegen bin ich wirklich, was die Vergangenheit angeht, noch nicht so mit dabei. Gut, sowas müsste man aber trotzdem wissen, das sind so ein paar Basics, Nein, aber. nein, 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 nein. Also wie gesagt, das kann man alles kennenlernen, das kann man alles noch lernen. Ich finde das richtig, richtig krass. Schaut euch mal die Live-Talks von Thiele an. Ja, er kommentiert er teilweise gleichzeitig und liest Kommentare vor. Also wirklich, wirklich einfach nur stark. Und ja, deswegen kann man da jetzt mit Sicherheit auch nicht alles wissen. Okay, es geht weiter. Sag mal, Thiele, welche Rückennummer trug Kevin Kurani eigentlich auf Schalke? Ja gut, der trug die 22, da bin ich mir aber jetzt zu 100% sicher. Perfekt, wunderbar, korrekt, genau. Ja, die 22 hat Kevin Kurani immer getragen, ist damals auch ein sehr beliebtes Trikot gewesen, und ja, Kevin Kurani war wirklich für seine 22 bekannt. Das Auf stimmt. jeden Fall. Dann kommen wir noch mal ein bisschen aktueller. Wer hat denn in der letzten Saison die meisten Tore geschossen?
Das habe ich gestern noch gelesen und das war auf jeden Fall Suat Serdar mit, ich glaube, 7 Stück, aber ich glaube, Suat Serdar war es auf jeden Fall. Perfekt, wunderbar, stimmt. Weißt du auch, wie viele, ist jetzt keine Quizfrage, aber weißt du, wie viele Spiele er gebraucht hat dafür? Meinst du jetzt in Summe, wie viel er insgesamt gemacht hat, oder? Wie viele Spiele er gemacht hat in der Bundesliga dafür? Boah, er war ja auch mal eine Zeit, glaube ich, verletzt, deswegen war 27, 28 um den Dreh, würde ich mal. 20 tatsächlich nur. 20 ja? Tatsächlich nur, ja. Boah. Richtig stark, richtig stark. Oh, das schon echt für Mittelfeldspieler. Ja. Stark. Ja. Okay, nächste Frage. Frage Nummer 4. Thilo Kehrer stand im Champions League-Finale. Sag mal, für wie viel Geld hat Schalke ihn eigentlich an PSG verkauft? Ich meine, dass die Summe um die 30 Millionen lag. Ich weiß jetzt nicht, was Bonuszahlungen betrug, aber 30 bis 35, irgendwas um den Dreh. Ah, 30 bis 35 kann ich jetzt leider nicht gelten lassen. Ja, das 37. 37 waren es. Ja, stimmt. Ja, doch, war doch etwas höher, aber war ganz gut. Ja, stimmt. Okay. Ich muss aber dazu sagen, eigentlich hatten wir einen anderen Zuschauer hier auch geplant und ich hatte die Fragen jetzt eigentlich für jemanden vorbereitet, der im Baujahr 1980 ist. Deswegen. Vielleicht auch deswegen, genau. Warte auf. Auch jetzt kommt wieder so eine schwierigere Frage, denke ich dann mal für dich. Auf welchem Platz landete Schalke in der Bundesliga 2010, 2011? In der Saison 2010, 2011. Ja, das müsste, ich glaube, da wurden sie 14. Das war ja wirklich die schlechte Saison, wo sie Champions League rasiert haben und DFB-Pokal auch in Bundesliga war Katastrophe. Ich meine, am Ende war es 14. Richtig. Perfekt. Super. Jetzt habe ich nochmal eine schwierigere Frage. Wann Schalke das letzte Mal Meister wurde, wirst du wahrscheinlich wissen. Wann wurde Schalke denn das erste Mal deutscher Meister? Boah, deswegen, letztes Mal 58, das weiß ich. Das erste Mal, ich weiß gar nicht, wann das losging, deswegen irgendwann 30er, ja, keine Ahnung, vielleicht 37, 38, würde ich mal 1937, 1938 um den Dreh, würde ich einfach mal so tippen. Ja, okay, 1934 tatsächlich, wäre ich selber aber auch nicht drauf gekommen, das muss ich dazu sagen. Und das war so meine Pro-Frage, die ich einfach mal eingebaut habe, wo ich gedacht habe, okay, wer die weiß, der... Der ist auf jeden Fall richtig gut. Ja, gut zu wissen. Okay, nochmal eine historische Frage. Könntest du mitbekommen haben, auf jeden Fall wird eigentlich regelmäßig im Nachgang noch darüber berichtet und bleibt einem eigentlich auch im Kopf hängen. Sag mal, um die Dortmunder einzuschüchtern, nahm Günther Siebert, damaliger Schalke-Präsident, das war 1970, echte Tiere mit auf den Platz. Welche? Boah, die Geschichte kenne ich, die habe ich auch im Kopf. Ja, okay. War das wirklich in Anführungszeichen nur Hunde? Oder war das, ich weiß es gar nicht. Ich würde da mal spontan auf Hunde tippen. Ich glaube nicht, dass es Hunde waren, aber ich glaube, es war was Exotischeres. Aber es waren tatsächlich 4 Löwen, die er mit auf den Platz genommen hat. Ja, stimmt. Löwen. Ich hatte es im Kopf, aber ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen, ja. Weißt du, warum du wahrscheinlich Hunde mit im Kopf hattest? Im Hinspiel nämlich, das hatte ja einen Grund, warum man den Löwen mit auf den Platz genommen hat. Im Hinspiel hat, habe ich letztens auch noch gelesen, ich bin ja auch nicht so alt, ne? Ist ja auch klar, ich kann jetzt auch hier klug scheißen, aber der Grund letztendlich, warum er die Löwen mit auf den Platz genommen hat, war, weil Friedel Rausch, der Spieler von Schalke 04, ist im Hinspiel ist er in den Hintern gebissen worden von einem Hund, von einem Ordner in Dortmund. Stimmt, das hatte ich im Kopf, die Geschichte, aber stimmt, dann kamen die Löwen, ja doch. Genau. Wahnsinn. Okay, dann Benji hat verlängert. Sag mal, Thiele, welche Rückennummer hat eigentlich Benji? Die 17, schön, die vorher verfahren hat seit 2017, nee, 16, seit 16 hat er es dann, hat Samulidi. Perfekt, wunderbar, perfekt. Und wie heißt der letzte Schalker Torschützenkönig in der Bundesliga? Das war auf jeden Fall Huntelaar, weil seitdem nichts mehr kam. So ist es. Weißt du auch noch, wie viele Tore er geschossen hat? Ist jetzt keine 29 müssten es gewesen sein. Genau, korrekt, richtig, genau. Okay, und die allerletzte Frage. 10 Fragen generell, vielleicht auch nochmal kurz für euch zwischendurch. Hier werden immer 10 Fragen gestellt, die
Ja, wenn ihr die richtig beantwortet, dürft ihr euch offiziell den Schalke Update Quiz Champion nennen. Und das ist doch auf jeden Fall auch was. Und ja, die letzte Frage lautet: Wer ist, nein, Entschuldigung, wie hoch haben wir das DFB-Pokalfinale in 2011 gewonnen? Das war ein wunderschönes Spiel und deswegen auf jeden Fall 5-0. Das war wunderbar. Deswegen, das Jo. weiß ich auf jeden Fall. Das wird man, glaube ich, auch nicht so schnell vergessen. Perfekt, wunderbar, super. Alles klar, Thiele, du hast insgesamt 5 von 10 Fragen. Schande Herzlichen über mein Haupt. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Nee, 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 nicht Schande über dein Haupt. Wie gesagt, ich finde es echt toll, dass du das machst und dass du auch sagst, ja, du hast da Bock drauf auf jeden Fall auf das Quiz. Und wie gesagt, ich habe es eben gesagt, du bist gerade mal 19. Und ich hätte eigentlich die Fragen, das ist vielleicht auch einmal auf meinem Mist gewachsen, da hätte ich vielleicht auch nochmal andere Fragen raussuchen sollen. nee, nee, muss ja schon spannend sein. Wie du auch sagst, 10 Leichte wären ja auch blöd gewesen, auch für die Zuschauer. Deswegen war das so schon interessant. Genau. Okay, ja, dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast auf jeden Fall. Herzlichen Dank auch an die Zuschauer, dass ihr bis zu dem Zeitpunkt geguckt habt. Und ja, wünsche euch erstmal Glück auf und ja, wie immer, macht's gut. Bis dann. Ciao.